Servus Leute und willkommen zu einem neuen Equipment-Check. Sicherlich kennt ihr das auch. Ihr fahrt über Steine, ihr fahrt über Wurzeln mit eurem Rad und die Kette klappert auf der Kettenstrebe rum, was natürlich immer eine große Geräuschkulisse von sich gibt. Das sogenannte Slapper-Tape von der Firma Maschgard soll dagegen Abhilfe schaffen. Durch eine spezielle Verlegetechnik soll es quasi möglich sein, das Bike auf das geringste Geräusch zu minimieren. Wie das Ganze funktioniert und ob das Ganze klappt, seht ihr in dem ganzen Video. Das Tape wird in einer praktischen Dose geliefert, wo ihr es, wenn ihr nicht alles verwendet, auch super wieder aufbewahren könnt. Schließlich ist das Tape nicht nur für die Kettenstrebe gedacht, sondern ihr könnt das Tape auch an jeder jeglichen anderen Stelle an eurem Bike anbringen. Zum Verlegen und Anbringen des Tapes. Natürlich sollte die Stelle, also hier wie bei mir, die Kettenstrebe frei von Fett und allen möglichen Rückständen sein. Zum Reinigen nehmt ihr am besten einen alkoholhaltigen Reiniger, der eignet sich eigentlich am besten zum Befreien von Fetten. Die Länge von eurem Tape zu bestimmen, haltet es an die Kettenstrebe an und rechnet noch auf jeder Seite 2 bis 3 cm dazu. Warum, seht ihr gleich. Als nächstes löst ihr das Tape von der Schutzfolie und bringt es in einem Art Wellenmuster, wie auch im Video zu sehen, auf der Kettenstrebe auf. Da das Tape durch die verlegte Wellentechnik nun ein wenig starr geworden ist, schneidet einfach die Enden ein wenig ab, um es wieder perfekt um die Kettenstrebe drücken zu können. Hier seht ihr nochmal in der Nahaufnahme, wie hinterher die Kette von der Kettenstrebe abgehalten wird. So, nach ein paar Minuten Arbeit ist das Tape schon verlegt. Somit kann ich jetzt als erstes nach draußen gehen in den Wald und das ganze Ding endlich mal testen.
So Leute, das war's schon mit dem Produktreview. Hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht, das Tape zu testen. Mit 15 Euro ist das Ganze auch echt erschwinglich und es macht das Bike sehr schön leise. Außer wie bei mir vielleicht die innen verlegten Züge machen noch ein bisschen Lärm, aber sonst ist das Bike schon sehr, sehr ruhig geworden. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei den nächsten Videos wieder rein. Ich verlinke euch zwei davon im Abspann und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.